Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen endlich zu einem neuen YouTube-Video. Wir waren immer zwischendurch krank und hier und da, ihr kennt das. Du bist umgezogen. Ja, aber jetzt wollen wir wieder YouTube-Videos machen und heute dreht sich alles um Kleidung. Wir gehen jetzt in einen Laden und jeweils der andere muss den anderen einkleiden. Aber schöne Sachen. Ja, ne? Genau. Und unser Motto ist Weihnachtsfeier, jetzt passend. Und da gehen wir jetzt mal los und gucken dann nachher zu Hause, ja, wer das schönere Outfit für den anderen gestylt hat. Mama bezahlt schon und ich verstecke mich gerade, damit sie mein Outfit nicht sieht. Und bist du zufrieden mit deinem Outfit? Ich hab dir was. Lauter, Mama. Ich habe dir was Wunderschönes geholt. Und hast du was bekommen? Ohne Witz, das wird dir richtig gut stehen. So, wir sind wieder daheim. Komm mal. Und tauschen jetzt unsere Outfits. Du warst ziemlich schnell. Ich war ganz schnell. Zu schnell irgendwie. Ich glaube 30 Sekunden, da hatte ich das Outfit schon im Blick. Okay, wir ziehen uns jetzt. Gut, wir gehen los. Mama, sag mal, hast du eigentlich das Spiel verstanden? Weihnachtsoutfit. Nee, Weihnachtsfeier! Ja. Alter, du willst mich verpflanzen. Alter, was ist das denn? Ich hab's wenigstens ernst genommen. So soll ich zu einer Weihnachtsfeier? Oh, Katrin, also hübsch ist was anderes, ne? Okay, mach auf. Guck mal, wie du bist ja wenigstens geheimnisvoll. Aber Weihnachtsfeier, wer geht denn im Pyjama auf eine Weihnachtsfeier? Das ist ein Freizeitjogger. Ich finde, das hat Style. Katrin, wer geht so zu einer Weihnachtsfeier? Ja, Schuhe fehlen. Aber sonst tippitoppi. Finde ich gut. Also ich bin enttäuscht. Wunderschön. Ich finde es doof, dass du das Thema nicht ernst genommen hast. Weil jetzt mal ehrlich, ich gehe doch nicht so auf eine Weihnachtsfeier. Aber ich gehe so auf eine Weihnachtsfeier, so wie ich aussehe. Einen Rock, einen schönen Bläser. Die Socken waren jetzt ein bisschen fehlgeschlagen, aber sonst. Wenn uns jemand sehen würde. Weißt du was, die Leute denken doch, wir haben sie nicht mehr alle. Das ist eh schon zu spät. Das können wir nicht hochladen. Ich finde es immer noch doof, dass du es nicht ernst genommen hast. So Leute, wir haben jetzt gerade überlegt, dass wir das Format einfach Stylo-Milo nennen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, welches Outfit gelungener ist, seid bitte ehrlich. Und schreibt auch gerne rein, was wir als nächstes für Stylo-Milo machen können. Also, das war jetzt ja der Weihnachtsfeier. Was soll das nächste Motto sein? Und falls euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da
Und vergesst nicht zu abonnieren und mir. Wie schön du aussiehst. Ich sehe aus. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Und Liebe geht raus.